Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Tauschpaket für dich und zwar habe ich mit der lieben Zara Moser ein Tauschpaket gemacht. Ich verlinke dir unten in der Infobox mal ihren Kanal und am Ende. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hauptsächlich die liebe Zara hatte tatsächlich die ganzen Ideen zu diesem Video. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass doch so eine ABC-Challenge mega geil wäre. Und zwar, das Alphabet hat 26 Buchstaben. Wir haben uns ein Budget von maximal 50 Euro vorgegeben. Maximal. Und müssen für jeden Buchstaben ein Produkt mit in das Tauschpaket packen. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie sie das gemeistert hat. Ich fand es unfassbar schwer. Wenn du mein Video bei ihr sehen möchtest, dann schau auch mal gerne vorbei. Verlinke ich dir auch am Ende und in der Infobox. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich nehme mir das Paket vor und öffne es. Ei, 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 da ist ein Briefchen drauf. Guck. Hallo, liebe Claudia. Wenn du diesen Brief liest, hältst du dein im Schweiße meines Angesichts eingekauftes Tauschpaket endlich in den Händen. Ich kann es dir so nachempfinden, echt. Ich habe dir an den Produkten kleine Notizen zu den im Alphabet gemeinten Buchstaben hinterlassen. Beim Buchstaben X musste ich mir allerdings die Rossmann-Mitarbeiter zu Hilfe holen. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, den gesamten Markt auf den Kopf zu stellen. Haha, ich kann es mir echt vorstellen, das ist so schwer. Außerdem werden bei X deine Zuschauer ordentlich was zum Lachen haben. Oh mein Gott. Okay, ja, für mich war es übrigens auch sehr, sehr schwer. Aber ich hatte Glück, weil eine ganz gewisse Limited Edition war verfügbar. Mein Einkauf hat satte 2,5 Stunden gedauert. Bin ganz gespannt, wie es bei dir war. Ja, es war bei mir ebenfalls extrem lang, aber ich hatte ja wirklich die Möglichkeit, das von zu Hause aus am Laptop zu machen. Dementsprechend war das dann nicht so schlimm, weil man dann zwischendurch sich mal ein Käffchen oder so trinken konnte und ein bisschen in sich gehen konnte und nachdenken konnte, ne? Ich wünsche dir viel Freude mit deinen Sachen, habe außerdem versucht, alles Claudi-gerecht einzukaufen. Oh ja, ich habe auch versucht, alles Sarah-gerecht einzukaufen. Das war auch nicht so leicht, aber ne, vor allem was so Teint und sowas angeht, das ist dann auch immer eine ganz schwierige Geschichte. Ganz herzliche Grüße, Sarah. Ja, das ist echt. Ja, ja. Genau das Gleiche hätte ich ihr quasi schreiben können. Also es ist echt eine richtig krasse Challenge gewesen. So, gut gesichert. Ei. Ei, ei, ei. Das habe ich ja noch nie gesehen. Krass. Richtig Styropor hier mit drin. Auf den ersten Blick hatte ich schon mal sagen, es ist alles soweit heile angekommen. Ich habe jetzt den Haufen an Produkten vor mir liegen und nehme jetzt erstmal die A raus. Und zwar von In der Bio Apfelringe aus kontrolliert biologischem Anbau. Das ist lecker. Das ist wirklich lecker. Ich will es aufmachen. Oh ja, schön weich. Ich mag sowas voll gerne. Ich mag Trockenobst, ne? Boah. Isana Badekristalle, Kuscheleinheit, wohltuende Badekristalle mit Honigduft und Mandelöl. Und Leute, das riecht hier schon, ohne dass ich die Duftprobe angerubbelt habe, sage ich mal. Ja, riecht richtig toll. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich mal oben in die Wanne zu hüpfen, ne? Wir haben ja, wie gesagt, die Mietwohnung, die wir gerade oben renovieren. Und da ist eine Badewanne drin. Und wenn die Badewanne begehbar ist, sagen wir es mal so, dann ist meine theoretische Badewanne für eine gewisse Zeit meine praktische Badewanne, bis quasi die neuen Mieter einziehen. Aber erstmal müssen wir die Wohnung renovieren, sonst funktioniert das leider nicht. Und vor allem muss erstmal alles sauber gemacht werden, sonst steige ich da nicht freiwillig rein. Ja, ne? Kuscheleinheit, nom. Riecht richtig geil. Also das ist auch eine tolle Geschichte jetzt für Winter, Herbst. Oh, ich freue mich drauf. Das wird total kuschelig. Ansonsten kommt es einfach in mein Fußbad oder so. Aber das riecht so geil. Das ist toll. Dankeschön. Wir nehmen uns noch einen Apfelring und suchen dann die C. Leute, ich habe gerade X gesehen und das ist echt ein Highlight. Aus dem Augenwinkel. Ich habe erstmal alles hier auf den Tisch gestellt. C wie Creme. Okay. Altera Naturkosmetik Hydro Nachtcreme mit Bio-Traube und Bio-Weißer Tee. Das ist cool. Und mit Bio-Shea-Butter. Nachtcreme kann man immer gut gebrauchen. Ja, ne? Die ist sehr, also nicht flüssig, sondern halt dünnflüssig.
Riecht aber ganz angenehm, sehr dezent. Ich möchte jetzt meine ganze Hand damit eincremen, weil sich das ganz sehr schön anfühlt. Ich habe eben so ein Adventskalender-Unboxing gedreht. Ich habe meine ganze Hand kaputt geswatcht. Also das ist gerade eine sehr angenehme Handcreme auch für mich. Dankeschön. Hier steht es auch drauf. Feuchtigkeitsarme Haut. Mit Pentavitin und Hyaluronsäure. Okay, das ist auch gut für Frauen ab 30. Devi Isana Duschschaum Cotton Dream mit sanftem Blütenduft mit Mandelöl. Sehr, sehr geil. Das freut mich sehr. Oh. Kommt auf jeden Fall sehr schön hier raus. Und das riecht toll. Oh, richtig nach frisch gewaschener Wäsche. Oh, traumhaft, danke schön. Oh, oi. Das wird gut. Da werde ich meine Freude unter der Dusche haben. Manche Sachen sind hier auch nochmal eingepackt, aber... Oh, guck, da habe ich das Richtige rausgezogen. In einem Tüchlein war das. Das kann ich für später hier hinlegen. So, das hätte ich jetzt gerade nämlich gebraucht, ne? Das ist von Rival de Lubiang, ein Eyeshadow-Pencil in der Farbe 23 Frozen Denim. Und das ist eine mega geile Farbe. Das sieht schön aus. So ein richtig eisiges Blau. Richtig geil. Das gefällt mir. Und das ist soft. Boah. Und das als Lidschatten... Das ziehe ich mir rein. Das kannst du dir als Eyeliner machen oder du kannst es hier dir als Eyeliner setzen, dann nach oben hin ausblenden. Oh, ich glaube, das wird richtig geil. Und ich bin ja, wie man sieht, ein Schimmer-Eyeshadow-Fan und das ist Schimmer. Das ist toll. Dankeschön. F. Oh, wieder was zu essen. Geil. Ich glaube, ich habe ihr gar nichts zu essen reingelegt. Ich glaube, ich habe bei ihr wirklich nur Pflege, Beauty, dekorative Kosmetik reingepackt. Und dabei hätte tatsächlich... DM, beziehungsweise bei mir war es Rossmann, wo ich eingekauft habe, deutlich mehr zu bieten gehabt. Ich war viel zu sehr auf ein anderes Thema fixiert, aber das habe ich ihr alles in einem Brief geschrieben. Den wird sie hoffentlich auch vorlesen. Das hier ist von Ener Bio eine Fruchtschnitte mit Beerenmix. Lecker. Mit Oblaten. Nom. Nom, nom. Ich habe letztens zu meiner Fahrgemeinschaft gesagt, wir müssten irgendwann mal ein Restaurant eröffnen. Und wenn ich ein Restaurant eröffnen würde, würde der Name von meinem Restaurant Nom heißen. Oder Nom, nom. Und die Speisekarte würde nur aus Noms bestehen. Also, was möchten Sie bestellen? Ich hätte gerne Nom Nom. Ne? Und dann ist es halt immer so ein Überraschungsmenü quasi, was man bekommt. Ist das nicht kreativ? Ja, aber ich werde niemals ein Restaurant aufmachen. Also, wer auch immer das hier sieht und diese Idee haben möchte, schenke ich dir. Bitteschön. Genau. So sieht es aus. Das ist halt zwischen zwei Oblaten so eine Fruchtschnitte. Und, ach so, das ist hier so zweigeteilt, dann mache ich mir mal eine Ecke von ab. Den Rest esse ich dann nachher, wenn ich das Video schneide. Das mache ich nämlich immer nachher. Und ja, ne, guten Appetit. Weil immer, wenn ich sehe, dass ich was esse, kriege ich Hunger. Und dann esse ich den Rest auch bei diesen Fressbox-Unboxings. Dann sitze ich dann immer vor meinem Laptop und esse die Reste auf. Es ist bekloppt, aber so bin ich. Lecker. Mmh. Oh, du hast mir ganz viel zu essen reingelegt. Geil. Von Ener Bio die Gummibärchen haben wir hier drin. Das ist mit dem Buchstaben G. Mästet mich ruhig, ist okay. Das sind halt so richtige Saftbärchen. Die sind deutlich weicher als die von Haribo, aber auch größer. Mhm. Der Buchstabe H ist von Isana ein Handhygienespray. Cool. Exotik. Reinigt und erfrischt die Hände unterwegs. Also ich kenne ja nur diese Mercy Handy oder so, diese Handdesinfektionssachen, die lasse ich drauf. Dann weiß ich nämlich beim Aufgebrauch auch von wo es kam. Ha! Ist immer gut. Genau. Von Mercy Handy halt, ne? Und das finde ich immer etwas klebrig. Aber das hier versuche ich jetzt mal drauf zu machen. Oh! Ne? Also direkt hier feucht. Und das riecht gut. Das riecht wirklich gut. Jetzt nicht über den Swatch drüber gehen. Ich mache das nur hier in den Handinnenflächen. Das fühlt sich gut an und das zieht schnell ein. Also schneller als die von Mercy Handy, weil die sind dann manchmal etwas so klebrig. Oder auch von Balea gibt es die ja auch. Die sind dann immer so klebrig, finde ich. Aber das hier ist direkt eingezogen. Voll gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich mit Sammy spazieren gehe und seinen Haufen wegmache. Mit einem Beutelchen und dann den Beutel quasi ja in meine Tasche packe. Dann ist es immer ganz schön, wenn ich meine Hände danach etwas desinfizieren kann. Das ist echt praktisch. Kommt direkt in die Spaziertasche.
Cekito Classic, Insektenschutz. Du bist so geil, das ist so umfangreich bei dir. So umfangreich habe ich das nicht gemacht, muss ich gestehen. Zuverlässiger Schutz vor Mückenstichen und Zeckenbissen, Pumpspray. Auch das ein super Produkt, was ich nehmen kann, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Das ist ja großartig von dir. Oder jetzt, ich habe hier Licht an, es ist abends um 9:30 Uhr. Fenster ist auf Kipp. Mein Freund wird das nicht gut finden, weil die ganzen Viecher reinkommen. Und so kann ich Mücken abwehren. Das mache ich doch mal auf mich drauf. Hm. Oh, ich mag diesen Duft, ne? Das ist eigentlich sehr extrem ja vom Duft her, aber ich mag den. Ich habe das immer schon, diesen Autanduft zum Beispiel, ich habe es geliebt im Zeltlager damals, ne? Wenn ich mich einsprühen konnte abends. Oh, ich habe diesen Duft gerne gemocht. Ach, war fast schon wie Parfüm für mich. Und jetzt habe ich hier wieder eins. Hm, Dankeschön, voll gut. Auch wenn wir abends auf der Terrasse sitzen oder so, es ist sehr, sehr praktisch. Cool. J. Wieder was zu essen. Du bist verrückt. Von in der Bio. Joghurt-Reiswaffeln mit weißer Schokolade. Oh, Baby, ich liebe weiße Schokolade, ne? Oh. Nom. Das ist mit weißer Schokolade überzogen. Und da ist dann halt auch Joghurt irgendwie mit drin in dieser weißen Schokolade. Und Reiswaffeln halt, ne? Also das hier ist mir ein Wutpaket. Von in der Bio ein Krokantriegel mit Sesam und Kokos. Kokos essen mag ich. Hier hast du so 4 Riegeldinger drin. Nehme ich mir eins mal raus. Riecht schön nach Sesam. Und süß. Sehr, sehr süß, aber lecker. Jetzt habe ich vermutlich den ganzen Mund voll mit Sesam. Ein Apfelring, um die Sesamstückchen zu entfernen. Hier haben wir das L. Rival de Loup Young. Ein Lipgloss Lollipop Sweet Toffee. In Sweet Toffee hatte ich den noch nicht. Ich hatte den mal in einer anderen Farbe, da hat er mir nicht so gut gefallen. Riecht richtig schön süß. Und hier haben wir den Swatch. Ich muss gucken, wie der auf den Lippen ist. Wenn er mir zu klebrig ist, dann wird es schwierig, aber so sieht er eigentlich ganz geil aus, ne? Sehr, sehr gläsern. Also echt cooles Finish. Mhm. Kann ich mir gut als Liptopper vorstellen. Bei dem jetzt, ja, das ist jetzt ein bisschen 2 verschiedene Farben, aber ich versuch's mal. Ja, das geht auf jeden Fall klar. Ist jetzt auch nicht klebrig. Also das so über dem Lippenstift drüber gefällt mir das richtig gut. Das ist toll. Ne? Da siehst du halt auch nicht richtig dieses Rosenholz. Also der macht den Lippenstift minimal dunkler. Aber jetzt nicht so extrem. Also das gefällt mir. Isana Augen-Make-up-Entferner mit Micellen Pro-Vitamin B5 für wasserlösliches Make-up. Sehr cool. Dankeschön. Das werde ich... Ja, demnächst auf jeden Fall mal verwenden. Was habe ich jetzt? Ne, jetzt habe ich gerade eins von Dr. Pierricot, was mir sehr gut gefällt. Kann ich euch echt ans Herz legen. Ist ein ganz tolles Gedöns. Ein ganz tolles Gedöns. Ist ein ganz tolles Produkt. So. Und ja, das hier ist dann quasi der Nachfolger. Ölfrei. Gut. Wird verwendet. Dankeschön. N. Altera Naturkosmetik. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe noch nie einen Altera Nagellack gehabt, ne? Avocado Power Nail Lacquer mit Bio-Avocadoöl und Bio-Bambus-Extrakt. Das sieht doch mal unfassbar schön aus. Ich glaube, den hatte ich gesehen in einem Vorstellungsvideo von Like a Daisy in Spring, glaube ich, als die Neuheiten von den Drogeriemärkten vorgestellt hat. Da hat die so eine Reihe. Ich glaube, den habe ich da gesehen. Ich finde dieses Packaging allein schon so schön. Ne? Hier oben mega toll. Die Farbe ist klasse. Ich mache den mal hier drüber. Ist schon ziemlich deckend. Ne? Also der ist jetzt über dem kupferfarbenen Nagellack drüber. Und ich finde, das sieht richtig schön aus. Also die Farbe gefällt mir echt gut. Ist jetzt auch nur eine Schicht. Und ich denke, dass man den auch in einer Schicht nur auftragen muss. Das finde ich klasse. Gefällt mir. Ich mache den auf der anderen Hand auch drauf, dann habe ich es wenigstens einheitlich. Ich bin noch kein Pro im Nägellackieren, Leute. Bin noch erst ganz neu in diesem Business eingestiegen. Nee, ne, weil ich jetzt ja keine Gelnägel mehr habe und so, sieht es jetzt ein bisschen weird aus. Aber ich finde, dass die Farbe klasse aussieht. Die gefällt mir echt gut. Trockne, lieber Nagellack, trockne. Oh, ja. OB Pro Comfort, 16 Tampons mit dynamischem Fit-Irgendwas-Technologie. Ja. Ich muss gerade nur einfach an die Nachricht von ihr denken, wo sie geschrieben hat, dass sie auf die Claudi-Bedürfnisse eingegangen ist. Ja, definitiv. Braucht eine Frau, ne? Das muss man wirklich sagen. Ich persönlich benutze aktuell oder versuche, so oft wie es nur geht, die Menstruationstasse zu verwenden.
Aber du hast oft auch mal einen Tag dabei oder morgens, dass du es einfach nicht hinkriegst, dass die Tasse nun mal nicht reingeht. Oder wenn die Tage zu stark sind, dass du die halt, dass es halt überläuft, nicht überläuft, nebenher läuft, ne? Ja, da nehme ich dann auch OBs. Also von daher brauche ich definitiv noch, danke. Da. Den hatte ich schon mal. Den Pudding Primer von Rival Le Loup Young. Ja, wie gesagt, den hatte ich tatsächlich schon mal. Den habe ich aber aussortiert. Der hat mir nicht so gut gefallen. Den hatte ich in dem Trash-Paket mit der lieben Jenny. Den habe ich ihr gegeben. Mrs. Curly Jen tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal teste. Muss ich mal gucken. Ich fand das, also von der Konsistenz her war der wirklich wie Pudding, also sehr fest, wenn du da so mit dem Finger reingehst. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Hat eigentlich auch ganz gut performt, also hat jetzt auch mein Make-up gehalten. Hat jetzt nicht irgendwie was Negatives gemacht, was ich daran auszusetzen hätte in der Theorie, außer dass es sich halt komisch hat auftragen lassen, weil ich dann so mit dem Fingernagel so ein bisschen reinfummeln musste, um das dann auf mein Gesicht zu kriegen, weil das halt von der Konsistenz her etwas zu fest ist. Und ja. Deswegen hatte ich den auch aussortiert und weil ich halt eigentlich genug Primer habe, aber jetzt ist er wieder da. Und wenn etwas auf diese Art und Weise wieder zu mir zurückkommt, versuche ich das auch wieder zu verwenden und dem eine Chance zu geben. Also wird es, jetzt habe ich mich gerade in meinem eigenen Gerede überzeugt, ja, wird es demnächst verwendet und getestet. Bei Kuh hat sie sich für Kuh-Tipps entschieden. Ja, schaut bei ihr vorbei, was sie von mir gekriegt hat. Es ist alles gar nicht so einfach, wenn man nach dem Alphabet geht, weil teilweise hast du Buchstaben, da ist es, du denkst dir, es ist easy, aber es ist es nicht. Ja, das sind einfach Pflegestäbchen. Sind das, was für ein Schaft haben die? Die haben Papierschaft. Pappe ist es, glaube ich, ne? Ja. Ne, die braucht man. Ein Mono Rouge von Rival Le Loup Young. Das ist ja cool. In der Farbe 02 Light Apricot. Ja. Sieht ganz schön aus, ne? Swatche ich mal hier auf der Hand. Sehr, sehr leicht, aber hat einen leichten Schimmer auch drin. Das finde ich toll. Ich habe jetzt echt ziemlich viel Blush in meinem Gesicht. Das macht jetzt keinen Sinn, dass ich den jetzt nochmal drauf mache. Also von daher, cooles Produkt. Wird verwendet, wird getestet. Kommt vielleicht in mein Full Face J. Rival Le Loup Young, genau. Geil. Wir sind bei S. For Your Beauty Mini Concealer Schwamm. Okay. Das ist niedlich. Das wird natürlich auch verwendet. Das sind so ganz kleine Schwämmchen. Oh, die fühlen sich aber schön an. Ne? Die fühlen sich richtig schön an. Das wird verwendet. Das ist cool. Mini-Schwämmchen. Hier für den Concealer. Richtig toll. Ja, die sind auch richtig schön spitz, ne? Ich bin gespannt, wie die aussehen, wenn ich die nass mache. Ja, danke. Tee. Ja, eine Maske. Die kann ich heute Abend mal drauf machen. The Beauty Mask Company Hyaluron Tuchmaske. Hyaluron-Effekt für anspruchsvolle Haut. Vielen Dank, ich habe eine anspruchsvolle Haut und ich mag The Beauty Mask Company auch unheimlich gerne. Richtig toll, wird verwendet, ne? Mag ich. Ich liebe Tuchmasken. Du hast mir eine Freude bereitet. Nicht nur eine, das ist aber ganz besonders. Huch, danke. Danke. Ich habe mich gerade bei einer Flasche bedankt, dass sie nicht umgefallen ist, aber auch gleichzeitig bei dir, dass du mir dieses coole Produkt geschenkt hast. Danke. Ja, das ist die Flasche, wo ich mich gerade bedankt habe, dass sie nicht umgefallen hat, denn es ist dieser Universalreiniger. Darf ich ehrlich mit dir sein? Wir waren heute einkaufen und haben uns einen gekauft. Egal, sowas geht ja schnell auf, weil ist ja zum Fliesenreinigen auch zum Beispiel. Das finde ich cool. Fettlösend mit Orangenfrische, Bioqualität seit 1986 von Frosch, der Orangen-Universalreiniger. Sehr gut. Frosch ist ja auch eine saubere Marke. Und du hast es mit Tesafilm zugekleistert. Es ist einfach ein langer Streifen. Okay, so, ein Universalreiniger. Ich lache mich schlapp, echt. Oh, der riecht angenehm. Der riecht wirklich angenehm. Und so darf ein Universalreiniger auch gerne riechen. Oh, nicht dieses klassische Zitrone, sondern auch mal Orange. Das ist toll. Dankeschön. Kraftvolle Sauberkeit. V. Inner Bio. Wieder was zu essen, aber die kenne ich. Die brauche ich jetzt nicht ausprobieren. Aus kontrolliert biologischem Anbau, bla bla bla. Vollmilchschokolade mit ganzen Haselnüssen. Die mag ich mega gerne. Vielen, vielen Dank. Das ist richtig, richtig lecker. Das ist echt lecker. Ich
keine Ahnung, die ist ein bisschen teurer, als wenn du die halt so im Aldi oder so holst. Natürlich, es ist halt Bio, aber ne, man fühlt sich irgendwie besser, wenn man die isst, als wenn man halt die günstige Variante davon isst. Und ja, esse ich sehr, sehr gerne. No, ich liebe Haselnüsse. VW. Rival de Loop Young. Volume Wonder. Eine Volumenmascara. Das ist eine Wimperntusche, also eine Volumen Wonder Volume Mascara, das ist toll. Oh, ein Kunsthaarbürstchen. Riecht sehr streng. Aber das sieht ganz vielversprechend aus, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Das wird demnächst dann auch mal getestet. Vielleicht auch im Fullface Y. Da muss ich mal gucken. Danke. Übrigens ist der Nagellack jetzt trocken. Jetzt kann ich wieder eigentlich normal packen. Aber kennst du das? Man hat noch dieses Gefühl, oh, ich habe gerade frisch meine Nägel lackiert. Ich muss immer noch den einen Finger abspreizen. Ja, so fühle ich mich gerade. X. Es sind nicht die ersten Kondome, die mir geschickt wurden, muss ich sagen. Also, ne? Die liebe Emilia hat mir nämlich auch schon welche geschickt. Es ist ein Wink mit dem Zaunfall eigentlich von euch, Leute. Okay, Retex, made in Germany, XXL, extra groß, mehr Komfort, auch bei besonders großen Größen. Vielen Dank, da sind 8 Stück drin für 8-mal Freude. In ungedehntem Zustand ca. 200 mm lang und 55 mm breit. Sie sind hochelastisch und gefühlsintensiv. Retex XXL Kondome sind mit extra viel Gleitmittel beschichtet, um die Anwendung beim Liebesspiel zu erleichtern. Freundlich. Geil. Y. Jogurette. I like you very much. Das ist sehr freundlich von dir. Ja, Jogurette habe ich seit wirklich sehr langer Zeit nicht mehr gegessen, weil ich immer wieder gesagt habe, ich mag nicht so gerne Jogurette. Aber das ist jetzt schon so lange her. Ich könnte jetzt echt mal wieder einen probieren, ne? Komm. Machst du das auch immer so? Dass du das so, also ich, wenn ich einen Schokodings habe, ne? Ist ja immer so. Und dann knicke ich das immer so runter und lege mir das so rum, dass ich quasi auch meinen Daumen da richtig dran. Lifehack und so. Ne? Nur für dich teste ich die nochmal. Und als letztes für Z hat sie sich etwas Wundervolles ausgesucht. Und das muss ich wirklich sagen, denn ich habe es auch schon mal probiert und ich mag es tatsächlich. Das ist von Enerbio die Zart-Bitter-Creme. Das ist so ähnlich wie die Nutella, nur halt gesünder. Ja, es ist halt nicht mit Nuss-Nougat-Creme oder so, es ist halt eine Zart-Bitter-Creme. Es ist deutlich gesünder und deutlich weniger Kalorien und sowas alles. Und ich bin ein Nutella-Suchti und ich hätte mir demnächst eine neue Nutella kaufen müssen. Und jetzt wird diese Zart-Bitter-Creme gegessen. Oh, lecker, danke schön. Meine Liebe, ich finde, du hast die Challenge sehr gut gemeistert. Ich finde es ein bisschen witzig, dass du dich so exzessiv in der Food-Abteilung ausgetobt hast. Aber für mich ist es ganz positiv, weil ich dafür extrem gut Verwendung habe. Ich werde die einzelnen Produkte austesten. Ich werde dazu mein Feedback geben, aber im Großen und Ganzen gefällt es mir. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was du zu dem Paket sagst, was ich dir geschickt habe. Ja, wie du findest, wie ich die Challenge so gemeistert habe. Also ich habe mich mehr so in der Beauty- und Make-up-Theke so aufgehalten, virtuell. Und ja, bin sehr gespannt, wie du die Produkte findest und ob sie dir passen, ob alles bei dir so auch vom Hautton her passt. Da bin ich echt gespannt und werde jetzt quasi gerade, während ihr dieses Video guckt, ihr Video angucken. Also wenn ihr jetzt gleich fertig seid, dann guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei. Das Video verlinke ich dir unten in der Infobox und gleich auch am Ende. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten das Video von der lieben Sarah. Auf dieser Seite den Kanal von der lieben Sarah. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!